Frühling aus Paris brachten... Wichtig, dass man mal ein bisschen wachgerüttelt wird. Der Lärm des deutschen Wirtschaftsstreites drang auch bis nach Cadenabia, wo Bundeskanzler Adenauer seinen Jahresurlaub verbringt. Selbst dort ist ein Stab von persönlichen Beratern und Sekretärinnen damit beschäftigt, ihn über das politische Geschehen auf dem Laufenden zu halten. Doch an jedem Tag, zu einer ganz bestimmten Stunde, wird man den Kanzler auf gänzlich unpolitischen Wegen wandeln sehen. Er trifft sich mit seiner Tochter Ria und zwei Sekretärinnen beim geliebten Boccia-Spiel. In einem Exklusivinterview zeigte uns der berühmteste Boccia-Spieler der Welt, dass er als Vollblutpolitiker die Grundsätze seiner Geschichtsauffassung sogar mit dem Boccia-Spiel in Einklang zu bringen weiß. Ich folge gern dem Wunsch der Deutschen Wochenschau und würde etwas über Boccia-Spiel sagen. Manchen wird es gehen wie der Mann, der von Mark Twain einmal beschrieben worden ist, der gar nicht verstanden hat bei einem Fußballspiel, warum die Leute nun sinnlos auf einen Ball treten und dem hinterherlaufen, dem Stück Leder. Manche werden sagen, ich verstehe nicht, warum der Bundeskanzler einer Kugel aus Holz zuliebe da rumläuft und sich bückt und sich quält, genau ein anderes Stück Holz zu treffen. Wer so spricht, versteht erstens wenig vom Sport und zweitens insbesondere gar nichts vom Boccia-Spiel. Das Boccia-Spiel verlangt ruhige Nerven und ein gutes Auge und eine wohl überlegte Dosierung der körperlichen Kraft, mit der der Ball geworfen oder geschleudert wird. Man muss beim Boccia-Spiel, weil jede Kugel, die geworfen wird, eine neue Situation schafft, sehr genau überlegen, wie man wirft, welche Kraft man gibt, welche Richtung man gibt. Ich pflege mit der rechten Hand zu werfen. Eine unserer Mitspielerinnen wirft mit der linken Hand. Aber ich finde, es ist immer, die rechte Hand ist doch immer sehr viel besser. Ich glaube, recht und richtig hängen irgendwie zusammen. Und deswegen sind nach meiner Meinung die Würfe mit der rechten Hand viel aussichtsreicher als die Würfe mit der linken Hand.